euro 2024 2-2 against albania croatia concedes late equalizer euro 2024 2-2 against albania croatia concedes late equalizer euro 2024 croatia and albania draw after thrilling duel 2-2 in an exciting match croatia and albania drew 2-2 during euro 2024 this highly anticipated encounter expected to be thrilling for both fans in the stadiums and television viewers lived up to expectations in every way Die Übersetzung des Textes in Stash DEDE -E lautet Beide Nationalmannschaften haben beeindruckende Leistungen gezeigt, wodurch das Spiel bis zur letzten Minute spannend blieb. Die Kroaten begannen stark und zeigten von Anfang an dominantes Spiel. Sie nutzten ihre technischen Fähigkeiten und taktische Überlegenheit, um die Defensive der Albaner unter Druck zu setzen. Bereits in der 15. Minute gelang es Luka Modric, einen brillanten Pass auf Ivan Perisic zu spielen. Perišić nutzte diese Vorlage gekonnt und brachte Kroatien mit einem präzisen Schuss in Führung. Albanien zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich energisch zurück ins Spiel. In der 34. Minute gelang es dem albanischen Stürmer Armando Broja, nach einem schnellen Konter den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der kroatische Torhüter Dominik Livakovic hatte keine Chance bei diesem Schuss. Das Spiel war wieder ausgeglichen, mit einem Spielstand von 1 zu 1, Gingen beide Teams in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv wie die erste. Kroatien erhöhte den Druck und erarbeitete sich mehrere Chancen, doch die albanische Defensive sowie Torhüter Etrit Berisha verhinderten zunächst weitere Treffer. In der 68. Minute jedoch brach der Knoten für Kroatien erneut. Nach einer gut getimmten Ecke von Modric kam es zu einem Kopfballduell im Strafraum, das Joschko Gvardiol für sich entscheiden konnte. Sein wuchtiger Kopfball landete im Netz und Kroatien führte wieder, diesmal mit 2 K1. Doch die Albaner gaben sich nicht geschlagen. In den letzten zehn Minuten des Spiels erhöhten sie den Druck und setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Diese offensive Ausrichtung wurde schließlich in der Nachspielzeit belohnt. Der albanische Mittelfeldspieler Tauland Zaka der eine hervorragende Partie spielte, schickte einen präzisen Freistoß in Richtung kroatisches Tor. Inmitten des Gedränges im Strafraum gelang es Berat City, den Ball ins Netz zu befördern und den Ausgleichstreffer zum 2:2 zu erzielen. Der Jubel der albanischen Spieler und Fans war grenzenlos, während die Kroaten, die sich schon als sicherer Sieger der drei Punkte sahen, sichtlich enttäuscht waren. Mit diesem hart erkämpften Unentschieden erhöht Albanien seine Chancen, die Gruppenphase der Euro 2024 zu überstehen. Kroatien hingegen muss sich neu sammeln und auf die kommenden Spiele vorbereiten, um sicherzustellen, dass sie die erforderliche Punktzahl erreichen, um ebenfalls voranzukommen. Trainer Zlatko Dalic zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht, aber auch stolz auf seine Mannschaft. Wir haben gut gespielt und haben viele Chancen kreiert, aber manchmal läuft es eben nicht so, wie man es sich vorstellt. Wir werden aus unseren Fehlern lernen und stärker zurückkommen, sagte Dalic in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Albanien-Trainer Edoardo Reja hingegen war voller Lob für sein Team. Die Jungs haben großartig gekämpft und nie aufgegeben. Dieser Punkt gegen eine starke kroatische Mannschaft ist enorm wichtig für uns. wir bleiben konzentriert und arbeiten weiter hart sagte reyer dieses ergebnis unterstreicht die unvorhersehbarkeit der euro und die hohe qualität aller teilnehmenden teams. fans from around the world can look forward to more exciting encounters as the teams on their way to the european championship final will not give each other any gifts another aspect of this game was the atmosphere in the stadium characterized by passion and fairness. Fans of both teams created an impressive backdrop and supported their teams loudly, contributing to the overall great atmosphere. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kroatien und Albanien ein Fußballspiel auf höchstem Niveau zeigten, das von taktischem Geschick, individuellen Glanzleistungen und unermüdlichem Einsatz geprägt war. Dieses 22 unentschieden wird den Fans sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Autor Anita Fake, Donnerstag, 24. Juni. you <laughs>